Die verschiedenen Einsatzbereiche, die können auch schon Jugendliche hautnah erleben, und zwar bei der sogenannten Panther Challenge. Das ist ein extremes Praktikum für ein Wochenende. Tom und Josie sind mit dabei, aber wie extrem es wirklich werden würde, das hatten sie nicht erwartet. Für Josie und Tom geht es gleich zum Anfang der Challenge direkt zur Sache. Bei der Überwachung einer Demo sollen sie erleben, was alles auf sie zukommen kann, wenn sie später bei der Bundespolizei arbeiten. Ich erhoffe mir halt von der Panther Challenge viel Sport und Teamarbeit. Ja, und halt Einblicke zu bekommen in den Bundespolizeialltag. Die Bundespolizei ist für ganz Deutschland zuständig, also zum Beispiel für die Sicherung von Grenzen. Aber eben auch für große Demos oder Veranstaltungen. Es war das Kurze, das sich so echt angefühlt hat, ja. Klar, das ist eine Übung. Sie soll aber für alle wie ein richtiger Einsatz wirken. Ich habe da gar keine Angst oder ein ungutes Gefühl, weil man tut es ja fürs Allgemeinwohl, damit es den anderen Menschen halt gut geht. Und genau darum wollen Tom und Josie auch unbedingt zur Polizei. Ich möchte gerne zur Polizei, damit ich Menschen helfen kann. Und ich finde den Beruf auch sehr spannend. Und anderen Leuten zu helfen, das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Neben Josie und Tom sind noch über 90 weitere Jugendliche dabei. Alle im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Tom und Josie gehören also zu den Jüngsten. Wer zur Polizei möchte, muss fit sein. Und das sollten auch Josie, Tom und die anderen. Denn zuerst geht es 6 Kilometer durch die Stadt Ratzeburg, in der die Panther Challenge stattfindet. Dann folgt eine 2 Kilometer lange Bootstour. Danach eine Runde Liegestütz. 5, 6, 7. Wir dachten, es ist Schluss. Und wir haben eine Pause, also eine Längerung. Aber dann sind wir halt zurückgelaufen. Für den Weg zurück zur Polizeiabteilung gibt es dann noch mal eine besondere Herausforderung. Also wir haben den Baumstamm mal durchgewechselt, weil nach einer Zeit wird er auch echt schwer und so ging es leichter. Also die letzten Meter mit dem Baumstamm waren schon anstrengend. Man ist schon an seine Grenzen gekommen, aber man konnte es trotzdem schaffen. Weil man ja auch motiviert wurde immer. Ja, das hat einem dann noch mal die letzten Kraft gegeben. Nun gibt's aber endlich die ersehnte Pause. Morgen geht's ja auch noch weiter. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf morgen und bin gespannt, was da so alles passiert. Ich habe schon vorhin gehört, dass morgen noch anstrengender werden soll. Also ich bin sehr gespannt. Na, das nenne ich mal liebevolles Wecken und das um 6 Uhr morgens. Wie war die Nacht? Ich habe gut geschlafen. Mir geht's gut. Ich habe ganz gut geschlafen. War ein bisschen kalt, aber es geht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hätte Lust auf einen Lauf, einen kurzen. Ich hätte jetzt Lust auf Frühstück. Das Frühstück muss allerdings noch etwas warten. Alles klar. Ich mach's einmal vor. Aber dann Kräfte tanken beim gemeinsamen Frühstück. Denn heute steht viel an. Die Jugendlichen sollen einen Einblick erhalten, welche Einsatzmöglichkeiten es bei der Bundespolizei gibt. Dafür gibt es zum Beispiel eine Vorführung der Hundestaffel. Und Tom kann sogar mitmachen. Also, es war schon ein cooles Gefühl, das dann mal so selber zu machen.
Ja. Die Hundestaffel ist die Einheit, die zum Beispiel Straftäter verfolgt und durch den Hund stellt. Die Hunde werden aber auch bei der Drogen- und Sprengstoffsuche eingesetzt. Also Hundestaffel wäre schon was für mich. Ich habe ja auch einen Hund. Und das, was sie gerade gemacht haben, sah sehr spannend aus. Und ich fand es auch sehr interessant. Auch die Bundespolizei See ist vor Ort. Diese Einheit ist ein Teil der Küstenwache. Sie sorgt also zum Beispiel dafür, dass auf dem Meer, also in Deutschland an der Ost- und Nordsee, keine Straftaten passieren. Auch die Fliegerstaffel macht eine kurze Demonstration. Zu ihren Aufgaben gehört zum Beispiel die Überwachung der deutschen Grenzen, die Suche nach Vermissten oder Transporte bei schweren Unglücks- und Katastrophenfällen. Ja, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Nun ist wieder die Fitness der Jugendlichen gefragt. Selbstverteidigung kann in gefährlichen Situationen lebenswichtig für Polizistinnen und Polizisten sein. Mit dem Gedanken, das im Polizeileben zu machen, geht es mir okay. Also es ist natürlich nicht super, wenn ich Leute so abwehren müsste. Aber dann haben sie mich ja auch angegriffen. Das ist wichtig für in der Selbstverteidigung ja auch, wenn du mal keine Waffe hast. Und halt so, damit du dich damit ja auch ein bisschen auskennst. Bei Polizeieinsätzen ist natürlich Teamarbeit gefragt. Darum geht's bei den nächsten Aufgaben, die sich an echter Polizeiarbeit orientieren. Ich bin gerade sehr aufgeregt. Ich find's geil, es macht Spaß. Es war auch ein bisschen Adrenalin, weil man ja in der Höhe geklettert ist, aber es war cool. Alle sind bei jeder Aufgabe mit vollem Einsatz dabei. Josie und Tom natürlich auch. Doch dann passiert's. Josie knickt um. Also ich bin bei einer Übung ganz doof umgeknickt und deswegen fahren wir jetzt gleich ins Krankenhaus und dann checken wir ab, was mit meinem Fuß ist. Die letzten Challenges muss Josies Team also ohne sie schaffen. Das heißt für die anderen Teammitglieder dann noch mal mehr Vollgas geben. Schon anstrengend, weil man ja so viele Säcke hintereinander fahren muss. Ja, aber die Motivation macht's. Man musste echt sich durchkämpfen teilweise. Auch jetzt eben bei der letzten Übung, wo man da ja noch laufen musste mit der ganzen Ausrüstung. Da musste man sich echt durchkämpfen, aber das hat richtig Spaß gemacht auch, wenn man sich im Team motiviert hat und so. Das Team ist auch Josie wichtig. Mit der Diagnose Bänderdehnung ist sie zurück aus dem Krankenhaus. Ich bin wiedergekommen, weil diese Atmosphäre hier einfach super ist. Josie und Tom sind also begeistert von den letzten zwei Tagen. Und wie wirkt sich das auf ihren Wunsch aus, später bei der Bundespolizei arbeiten zu wollen? Also mein Berufswunsch zur Bundespolizei hat sich auch bestärkt, weil ich jetzt ja auch noch mehr erfahren habe. Und mal so ein bisschen in den sportlichen Bereich und was die Tätigkeiten sind, reinschnuppern konnte. Ja, mir geht's genauso. Ich habe auch viele neue Sachen kennengelernt, die ich noch nicht so wusste über die Bundespolizei. Aber ich finde alles hier toll und ja.